Hallo und willkommen auf dem Kanal von Dementia 100. Ich bin euer Kaito. Und diesmal haben wir als Spezialfolge ein Duell. Und zwar ein richtiges Yu-Gi-Oh! Duell. Ich, Kaito, gegen Dementio. Und wie ihr schon sehen könnt, hier, das ist mein Bereich. Und das hier ist der von Dementio, dieser Bereich. So, wir haben unsere Decks bereits schon fertig gemacht und gemischt. Jeder spielt mit 40 Karten. Genau, damit wir auch einen fairen Ausgleich haben hier. Auch wenn Dementio so keine Chance haben wird. Tja. So, okay. Wollen wir zuerst anfangen? Ziehen, ja, ne? Ja. 5 Karten zu Anfang. 1, 2, 3. Gut. 5 Karten. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie entscheiden wir, wer anfängt? Tja, das weiß ich nicht. Okay, da ich vorgestellt habe, entscheide ich, dass du anfängst. Du musst also noch einmal ziehen. Okay, noch einmal ziehen. Und dann beginnt dein Spiel. Was hast du vor? Mal schauen. Ich setze als erstes den geschmolzenen Zombie. Angriffsmodus ist das. Angriffsmodus. Ja, du kannst in der ersten Runde nicht angreifen, das weißt du. Ich weiß. Okay. Aber du kannst, glaube ich, in der ersten Runde auch nicht angreifen, wenn du so versetzt, ne? Oder doch? Was? Doch, ich kann wieder angreifen. Okay. Dann setze ich den mal in Verteidigung. Okay. Und setze dann eingefallen Karte. Und. Ach, ich setze die hier alle. Ach ja, auch noch zur Erklärung, wir starten mit 4000 Lebenspunkten. Ja. Und das war's. Oh meine Güte, okay, gut. Dann mache ich mal verdeckte Verteidigungsposition, dieses hier. Ja. Und... Ja, so. Ja, okay. Und dann lege ich noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug erst einmal. Achso, ich habe vergessen zu ziehen. So, und beende meinen Zug. Sollte man eigentlich vor dem Zug machen, ne? Ja, ja. So, ich ziehe jetzt einmal. Ach, ich kenne die Karten noch nicht so gut, ne? Obwohl das Deck schon mittlerweile seit 10 Jahren hat oder so. Aber erst zweimal gespielt habe. Ja. So. Ach, keine Ahnung, was sie bringt. Ich setze sie jetzt einfach mal. So. Hallo, du musst mir schon sagen, was sie bringt. Ach so, das Schicksal verändern. Füge einen Gegner Duels Life Points in Höhe der Hälfte der Attacke des Monsters, dessen Angriff annulliert wurde. Füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der Attacke des Monsters zu, dessen Angriff annulliert wurde. Okay, mache ich jetzt. Ich hab dich gar nicht angegriffen. Wie soll ich denn da. Wie willst du mir da Schaden zufügen? Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Okay, ihr seht schon, die Menzi hat es nicht so wirklich. Okay, ich bin dran, ich ziehe. So, mal sehen. Oh, was habe ich denn hier? Das habe ich doch schon mal. Okay, gut. Dann mache ich als erstes. Lege ich noch eine verdeckt. Ich opfere mein verdecktes Monster, lege es auf den Friedhof. Ja. Und rufe dafür in Verteidigungsposition Millennium Schild aufs Feld. Okay. 3000 Verteidigungspunkte. So, und damit beende ich erstmal meinen Zug. Achso, wenn du jetzt angreifst, dann wird's annulliert, oder was? Was? Nein, die Karte ist eigentlich nutzlos. Die hättest du ja erstmal verdeckt liegen lassen sollen. Achso. Und erst wenn ich angreife, aufdecken. Ich, keine Ahnung. Also kann die weg, oder was? Ja, lass den Therese einfach um. Und benutze irgendwann anders nochmal. So, dann habe ich jetzt hier, den hier. Den Flammenimpachi. Mit ja. 1850 Angriff und Greifer an. Ja, und es wird vernichtet, weil meiner 3000 Verteidigung hat. Oh, das war ja genial. Ich kann deine Verteidigung sowieso nicht lesen von mir aus. Ich hab dir gesagt, dass er 3000 Verteidigung hat. So, du bist dran. So, ich ziehe. Mal sehen. Ja, der schon wieder. Ich muss mir die Effekte durchlesen. Ich spiele mit mehreren Decks, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, zu welchem Deck die Karte hier ist. Ich spiele nur mit einem Deck und was auch noch nicht. Ja. Okay, gut. Dann machen wir das hier ein bisschen witziger. Ich aktiviere meine Falle, Feuermeteor. Indem ich 2 Karten von meiner Hand zerstöre, kann ich einfach dir... wie war das nochmal?
zwei Karten von der Hand zerstören. Wenn der Gegner mehr als 3000 Lebenspunkte hat, füge ihm 2000 Schaden zu. Ah ja, gut. Füge ich dir 2000 Schaden zu. Wenn er drauf ist, durchzuführen. Okay. Und das war's dann erst einmal. Okay. Das heißt, du hast jetzt noch 2000 Lebenspunkte. 2000, achso, 2000 habe ich abgezogen gekriegt? Ja. Wieso? Ich habe da noch ein Monster liegen. Ja und? Da ist eine Falle. Da brauche ich das Monster nicht für angreifen. Achso. Aber der bleibt, ne? Der bleibt bestehen, ja. Bin ich dran? Ja, du bist dran. So, ja, toll. Was soll ich machen hier? Was war das hier? Hast du keine Heilkarten oder sowas? Hier, ich setze die hier ein. Nachladen, ja. Dann kommen die aber nicht auf... Die kommen auf den Friedhof. Friedhof? Okay. Ja. Du musst dann so viele nachziehen, wie du auf der Hand hattest vorher. Okay. Oder? Glaube ich zumindest. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Also zeig mal eben. Füge deine Hand zu deinem Deck hinzu und misch... Oh, du solltest sie eigentlich deinem Deck hinzufügen und es mischen. Dann ziehe dieselbe Anzahl an Karten, die du in deinem Deck hinzugefügt hast. Achso, okay. Also, das also erst mischen. Ja. Okay. Ich mach's ein bisschen falsch, aber... Hauptsache... Man weiß auch eigentlich, was deine Karten können. Sollte man zumindest. Ich nicht, weil ich spiele ja nicht so oft. Wie da spielen. Ich auch nicht. Außerdem, wenn ich immer spiele, kacke ich sowieso immer ab. Ja, weil du meistens gegen mich spielst. Nee, gegen andere auch. Fertig? Nein, was ist das? Ne? Komm, wir haben nur 15 Minuten. Das hört sich doch gut an. Dann mache ich das jetzt. Das hier? Setz ich. Das kannst du nicht einfach so machen, nicht? Da steht doch da, drei Sterne hat der doch nur. Ja, ich weiß, aber du brauchst noch zwei Monster von mit drei Stufen, wenn du ein Xyz beschwörst. Ach, keine Ahnung. Ist das so? Ja, ist so. Eigentlich. Dann setze ich erst die und dann, ne? Kann ich doch, oder? Du brauchst drei zwei Monster mit jeweils drei Stufen, um die zu fusionieren, um das da zu schaffen. Wie heißt das mit drei Stufen? Ja, drei Sterne. Ach so, die müssen drei haben. Nicht mindestens drei, sondern... Nein, die müssen genau drei haben. Okay. Das ist ein bisschen... schwierig, weil das sind die neueren Karten. Damit kennt man sich noch nicht so aus. Okay, dann lasse ich den auf... Lass ihn doch einfach so. Ja, weil auf Defense, der hat doch sowieso wohl. Ja gut, dann ziehe ich. Was zur Hölle ist das? Seit wann habe ich diese Karte? Okay. Mal schauen hier. Machen wir es ein bisschen lustiger. Was ist? Haben wir noch genug Zeit? Ja, wir haben auch kein Buch. So, was haben wir denn hier? Und? Okay, dann... Du hast noch volle 4000, ne? Ja, ich habe noch volle 4000. Ja, ich habe noch 2000. Mal gucken, was hat er denn da? Okay, dann rufe ich jetzt mal Golem-Zombie im Angriffsmodus und greife damit deinen geschmolzenen Zombie an. Der hat 400 Verteidigung. Und ich habe 1100 Angriff. Okay, ist der weg? Ja, das heißt, du verlierst auch Lebenspunkte, ne? Nein, oder nein, Quatsch, Verteidigung nicht. Genau, Verteidigung nicht. So, was jetzt? Ja, mal gucken, was hatte ich hier nochmal liegen? Achso, okay, gut. Gut, kann weitergehen. Okay, bin ich dran? Ja. So, dann setze ich jetzt... den hier ein, auch in Verteidigung. Ja, okay. Das war's. Gut, dann zieh ich. Ich habe einen scheiß Saurier noch auf der Hand. Dann kann ich ja nichts anfangen. Ja, ist ja nur was, ein 2-Stufen-Monster. Drei Stufen. Wie denn hier? Mit einer Garde. Achso, die kann doch weg hier, ne? Ja. Die Nachladenkarte. Ja, die kann nur einmal benutzt werden. Mhm. Was habe ich hier eigentlich nochmal verdeckt? So, okay, dann mache ich jetzt als nächstes. Opfere ich Goblin-Zombie. Aha. Um meinen dunklen Skorpion, Gorgo der Starke, aufs Feld zu rufen. Im Angriffsmodus würde ich dann mal sagen: Ich mache mal deine UFO-Schildkröte platt. Und da ich das gemacht habe... Wie viel Angriff hat er denn? 1800. 1800, okay. Ach nee, ich kann das nur machen, wenn ich dir Kampfschaden zufüge. Das habe ich nicht getan, das heißt, ich beende jetzt meinen Zug. Du bist wieder dran. So, ich ziehe erstmal eine. Und jetzt
dann setze ich die hier auf. Ja. Eine verdeckte Karte ist zerstört. Ja. Was hat die gebracht? Feierliches Urteil. Das bringt mir jetzt nichts. Alter, hätte ich vorher einsetzen müssen. So, jetzt setze ich die hier. Der hat... Maskierter Drache. 1100, ne? 1400. Angriff. Ja, setze ich auch wieder. Verteidigung, das war's. Ich bin okay, gut. Dann ziehe ich. Okay. Oh, was habe ich denn hier jetzt? Irgendwie bringt mir das jetzt nicht vor, was ich hier auf der Hand habe. Gut, dann mache ich erstmal Verstärkung und rufe noch im Verteidigungsmodus meine Walküre des Magiers auf Feld. Okay. Mit 1800 Verteidigung. Und dann greife ich mit dunkler Skorpion deinen maskierten Drachen an. Ach, der ist weg. Ja, 1800 Angriffspunkte definitiv weg. So, okay, du bist dran. Ich bin dran. Die sieht gut aus. Genau. Die setze ich mir auch in Verteidigung. Okay. Fertig? Ja. Gut, ich ziehe. Ah, verdammt. Oh, cool. Dann lege ich diese Karte verdeckt. Aha. Und, was mache ich jetzt? Was hat er denn da? Sind das 1000 Verteidigungspunkte, die der Abwaffi hat? Ja, 1000. Gut, dunkler Skorpion macht das Vieh kaputt. So, jetzt der Effekt. Was? Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, erhalten beide Spieler 500 Schaden. Okay, kann ich mir leisten. Dann hast du jetzt nur noch 1500 und ich habe 3500. Ja. Oh, ist das schlimm. Bin ich dran? Du bist dran, ja. Okay, ich setze jetzt erstmal diese Karte ein. Schnappstrahl. Schnappdiebstahl meinst du? Schnappstrahl. Achso, Schnappstahl. Schnappstrahl ist, dass ich dann Gegner von dir kontrollieren kann. Ein Monster, also Monster von mir. Von dir. Ja. Welches willst du? Ich nehme einfach das da. Dunkler Skorpion? Ja. Von mir aus. Guckst du immer noch nicht in meine Verteidigung? Nix da. Ich aktiviere sie rechtzeitig. Was bringt die? Kann ich zwei Zauberkarten, die in meinem Friedhof liegen, wieder in mein Deck mischen? Vorausgesetzt, ich habe Zauberkarten in meinem Deck. Nein, habe ich nicht. Prima, bringt mich gar nicht voran. Okay. Scheiße. Dann greife ich an mit dem. Wie viel? 3000. Und der andere? Beide? 1800. Achso, wenn die beide gleich viel haben, dann werden beide zerstört. Ja. Dann mache ich das. Den dann. Gut. Meine Valkyrie ist magisch. Der ist halt einer. Der wird auch wieder auf meinen Friedhof gelegt, ja. Ja. Okay, ich beende. Gut. Ach, hast mir ordentlich Schaden zugefügt, egal. Ja. Gut, ich lege diese Karte verdeckt. Und lege noch die hier verdeckt. Und beende meinen Zug. Okay. Dann machen wir jetzt im nächsten Part weiter, weil wir haben schon 13 Uhr. 13 Minuten noch? Ja. Okay, gut, dann. Bis zum nächsten Mal mit dem zweiten Teil von dem Duell Kaito vs. Dimensio.